Umgang mit Schwachheit anderer. Jeder Mensch ist auf irgendeinem Gebiet schwach. Und Menschen sind auch auf dem Gebiet, auf dem sie mal stark sind, irgendwann auch wieder schwach. Wie gehst du damit um? Zunächst einmal gilt es, Menschen Mitgefühl zu zeigen. Wenn jemand schwach ist, dann gilt es, ihm zu zeigen, ja, ich liebe dich, ich will dir helfen, ich bin für dich da. Man sagt auch gerne, Menschen werden wertgeschätzt für ihre Stärken, Menschen werden geliebt für ihre Schwächen. Wenn jemand Schwachheit zeigt, dann zeige ihm deine Liebe und dein Mitgefühl. Manchmal hilft es, wenn Menschen schwach werden, dass sie spüren, dass ein anderer Mensch für sie da ist. Manchmal brauchen sie jemanden zum Reden, manchmal brauchen sie jemanden, der ihnen hilft. Überlege, was braucht es jetzt? Stilles Mitgefühl, ein offenes Ohr, aktive Hilfe und gib dem Menschen, der gerade eine Schwachheit hat, das, was er braucht und schaue, wie du ihm oder ihr helfen kannst.